Seit meinem letzten Video zu Holstein Kiel hat sich doch einiges getan. Deswegen bin ich zum Training gegangen, um für euch die Lage zu analysieren und die große Saisonprognose zu machen. Im Hintergrund läuft das Training, das ist das erste Training nach dem Trainingslager und ja. Nachdem die Störche am Sonntag aus dem Trainingslager in Österreich zurückkehrten, rollte heute auch in Kiel wieder der Ball. In der neu formierten Mannschaft rund um Trainer André Schubert geht es nun darum, sich die besten Positionen auf die Startelf zu sichern. Wer von den Spielern die besten Karten hat, seht ihr jetzt. Der neue Trainer André Schubert hatte nun schon etwas Zeit, die Mannschaft kennenzulernen. Er gab sofort Anweisungen, wenn ihm etwas nicht passte, und nahm sich auch viel Zeit für die Spieler. Hier zum Beispiel Yannick Dehm, mit dem er nach Trainingsschluss noch auf dem Platz stand und ihm was erklärte. Auf der Torwartposition deutet sich ein Zweikampf an. Auf der einen Seite haben wir Dominik Greimann, der letzte Saison schon keine Kronhörner setzte und dort ein paar Spiele machte. Auf der anderen Seite haben wir nun Gelius, der von Hansa Rostock verpflichtet wurde und auch den Anspruch auf die Nummer 1 hat. Wir werden sehen, wie es dort endet. Für Talent Timon Weiner wird es wohl nicht für mehr als die Nummer 3 reichen. In der Abwehr hing vieles vom System ab. Spielen sie mit einer Dreierkette oder mit einer Viererkette? Beides wurde von Schubert in den Testspielen getestet. Für Steffen Teeska, der nach seinem Platzkopf wieder mitspielen konnte, könnte es nicht für die Startelf reichen. Auch für Dominik Schmidt könnte es eng werden. Hauke Wahl hingegen wäre ein Kandidat für die Startelf. Er spielt entweder für 6er-Position oder in Verteidigung zusammen mit Phil Neumann oder Dominik Schmidt. Interessant wird, ob CO Johannes Vandenberg von der linken Seite verdrängen kann. Im Mittelfeld wird sich für alles um Jason Lee, Alexander Mühling und Jonas Meffer drehen. Spieler wie Finn Porath werden allerdings auch eine Chance bekommen. Im Angriff könnte es auch sehr spannend werden. Kann Yannick Serra seinen Stammplatz halten? Oder können Spieler wie Emmanuel Lior oder Leon Lauberbach sich einen Stammplatz erkämpfen? Diese Fragen werden spätestens zum Saisonauftakt gegen Sandhausen geklärt sein. Dieses Spiel findet am 27.07. um 15.30 Uhr zu Hause statt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis bald. Lasst bitte ein Like da und abonniert den Kanal.